Dieses Teil ist heute im Tag 16. Komm zurück! Hektisch wühlte Marie in ihrem Rucksack. Tatsächlich, jemand hatte heimlich ihr Handy herausgeholt und es ins falsche Fach zurückgesteckt. Wer konnte so was Gemeines bloß getan haben? Ich war es nicht, wiederholte Marie, so ruhig wie möglich. Christian zögerte. Die Tatsachen sprechen aber gegen dich. Außerordentliche Clubsitzung, zischte Kim ihren Detektivkolleginnen zu. Die drei Ausrufezeichen zogen sich in einen Nebenraum zurück und sperrten sorgfältig die Tür hinter sich ab. Jetzt ist das Phantom eindeutig zu weit gegangen, sagte Kim wütend. Franzi war auch stinksauer. Höchste Zeit, dass wir ihm endlich eine Falle stellen. Marie seufzte. Ich habe Kaugummi im Kopf. Mir fällt absolut nichts ein. Aber mir, sagte Franzi triumphierend. Schnell, ich brauche ein Blatt Papier und einen Stift. Marie gab Franzi einen zerknitterten Einkaufszettel. Und damit einen wunderschönen herzlich willkommen bei Tag Nummer 16. Franzi lieb Rätsel, die zahlreiche geheimnisvolle Punte und Zahlen auf. Verbinde die Punte aber achtend du immer von einer Punt zum anderen die Zahl 2 dazu zählen. Was siehst du? So, und ich sehe 1, ohne nachzuschauen, ein. Und ich sehe ein Pferd, ohne dass ich es gezeichnet habe. Ich sehe ein Pferd und, ja, ich sage dann mal, wir öffnen dann das Türchen mit der Hufe und da haben wir heute... Erhältst du einen besonderen Sticker? Seine Oberfläche ist abkrachbar wie bei einem Ruppellos. Und Gutschein für Autowaschen. Und damit viel Spaß. Bis morgen. Tschüss.